Wir sind am Hauptbahnhof angekommen, liebe Freunde. Und wie immer ist es natürlich so, der Zug kommt natürlich mal wieder zu spät. Genau, man kennt es ja nicht anders. Weißt du, man arbeitet sich durch, hat alles irgendwie hingekriegt und trotzdem kommt die Bahn einfach nicht. Kennt man ja nicht anders. Schön, dass ihr alle wieder da seid zur neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Jawohl, es geht weiter. Wir haben im letzten Part ja viele Dinge gemacht. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, was wir da alles getan haben. Guckt euch den letzten Part an, dann wisst ihr das. Und ja, ich werde erstmal hier noch mich ein bisschen weiter umschauen, weil hier könnten ja doch noch einige versteckte Dinge sein. Wie zum Beispiel hier haben wir Hyper Inaktiv. Ah, hier müssen wir die beiden benutzen. Okay. Rosalina und Rabbit Luigi. Alles klar, machen wir später. Jetzt noch nicht. Wir haben hier so lange gearbeitet, bis wir nicht mehr hergekommen sind. Deswegen machen wir jetzt erstmal was anderes. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Das geht runter. Warte mal, wo haben wir denn den Felsen, den wir benutzen müssen? Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Felsen. Warte mal. Ah, da ist der. Okay, alles klar. Dann kommen wir wenigstens zur Truhe. Halt. So. Das bewegen wir. Kann ich das überhaupt bewegen? Ja, das geht. Aber wenn wir drauf sind, geht's nicht. Ist auch ein bisschen komisch. Sehr komische Logik. So. Halle hopp. Und halle hopp. Und die Schatzkiste ist mein. Das finde ich fein, das ist so schön, das finde ich toll. Was war das gerade? So. Dann holen wir uns die mal. Juhu! Lovely! Ach ja, wisst ihr, Leute, was ich gerade die ganze Zeit im Kopf habe? Und zwar dieses neue Lied von Lady Gaga. Dieses Bloody Mary. Das hört man ja wirklich überall, wenn man halt auch auf TikTok unterwegs ist und auch im Radio hört man dieses Lied die ganze Zeit. Ach, ich muss unbedingt mal diese Serie Wednesday mal gucken, weil die soll ja wirklich sehr gut sein. Oh, Cutscene. Wir sind da. Wir sind am Bahnhof. Ah, endlich. Endlich. Komm, Freunde. Das ist der Schnellzug zur Speisspitze. Ich hinke dem Fahrplan schon gefährlich hinterher. Hä? Wagner, was ist mit dem Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen? Kümmern Sie sich nicht um solche niedrigen Angelegenheiten, süße, erhabene Genie. Überlassen Sie das mir und meinem Zug. Wir brettern einfach mitten durch. Keine Sorge. Seien Sie unbesorgt, wenn Ihre Freunde auf der Speisspitze verweilen wollen, werden Sie in meiner Gunst und unter meinem Schutz stehen. Na, perfekt, dann können wir das auf jeden Fall machen. Wir fahren mit dem Chuchu-Zug. Alles klar. Ich liege so weit hinter meinem Fahrplan zurück. Wagner, das ist alles kein Problem. Ich bin das gewöhnt. Ich komme aus Berlin und da kommen die Züge immer zu spät. Es ist gar kein Problem. Wie gesagt, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ist alles gut. Fürchtet euch nicht! Fürchtet nicht den holprigen Pfad, der vor uns liegt. Meine Radsätze ruhen auf Gleitlagern, die eine stoßfreie Federung meiner Hornblöcke ermöglichen. Ja, ja, das ist ganz toll, aber könnten wir uns bitte auf den Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen konzentrieren, statt auf Stoßdämpfer? Alles einsteigen! Die Kraft des Dampfes steht in ihren Diensten. Legen wir los im Zeug... Was? Legen wir uns ins Zeug für die Herrlichkeit von Terra Flora. Gut, dann wollen wir mal. Tut, tut! Ich mag Züge. Da freuen sich alle. Ja, die Szene kennt man ja auch aus den Trailern. Oh oh, ein Wiggler. Ja, den kennt man auch aus den Trailern. Und Bowser freut sich schon. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, wir sind jetzt einfach in den Tentakel reingeflahren. Gefahren. Nicht geflahen. Gefahren. Mann, ich kann nicht mehr reden. Es nervt.
Er ist immer noch da. Ein wütender Wickler. Zerstöre die Finsterzeitaugen. Okay. Ja, das hat man damals auch halt in dem Gameplay-Trailer gesehen von dem Spiel. 12 Züge bis zur Niederlage. Okay. Moment mal. Wir haben da eins. Ah, Wassertypen wieder mal hier. Okay. Gut, dann werden wir das folgendermaßen machen. Wir lassen mal mein Team so, wie es ist. Und schauen mal weiter. Mhm, okay. Ich hoffe, ich bin bereit dafür. Oh, wie viel hat der? Warte mal. Gegen was bist du schwach? Empfindlich Windstoß. Ah, Windstoß. Habe ich nicht. Scheiße. Hm, ich weiß noch auf jeden Fall, dass hier damals im Trailer Bowser und Co. eigentlich benutzt wurden. Ja, mal gucken, ob ich das gut hinkriege. Hier runter. Hier greifen wir schon mal die ersten an. Guck mal. Aha, cool, warte mal. So, damit haben wir schon mal zwei erledigt. Wie keine Ziele. Ja, machen wir mal das. Und nach vorne laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wickler irgendwie auch schneller laufen kann. Also, was ich damit meine, ist einfach, dass der sich ja auch anders bewegen könnte. Wie machen wir es so? So, schnell zur anderen Plattform kommen. Ja, perfekt. So, perfekt. Wir kommen schön weit nach vorne. Beweg sie mal ganz nach vorne, damit ich da vielleicht doch irgendwie rankomme. Na, schade. Wäre aber auch ein bisschen übertrieben gewesen, wenn das geklappt hätte. So. Ah, was mache ich denn bei dir? So, machen wir erstmal das. Nein, ach. Ja, gut, okay. War dumm. Oder? Nö, war eigentlich genau richtig. Oh, perfekt. So, dann können wir doch eigentlich erstmal das machen, dass sie nicht gesehen wird. So. Jetzt will der Typ irgendjemanden angreifen, aber bringt nichts. Ach, Mario kann angreifen. Hey, ja. Nice. Alles gut. Nicht kein so großer Schaden. Aha, verstehe. Okay, er darf also nicht so weit laufen. So. Zack. Attacke. Hat überlebt. Und Auge vernichtet. Ja, mehr hat er eigentlich jetzt gerade nicht. Ich sehe keine anderen Augen. Das ist ja gut. Wie viel Schaden macht denn das? Warte mal. So. Ich treffe da nur einen, oder? So, machen wir das. Los, Windstoß! Na ja, gut, den anderen hat es jetzt nicht erwischt. So, zack.
eine Sache müsste ich eigentlich noch einsetzen für ihn, aber... ich habe keine... Ah doch! Ach, Mist! Oh oh! Oh, ein Idiot! Gott sei Dank! So, aber... Hä? Ah, da sind die nächsten auch. Okay. So, einmal ganz kurz Mario heilen, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Heilsame Energie, komm sofort. So. Aber Mario kann zwei ausschalten und Peach kann alle drei ausschalten. Moment, zack. So, Mario. Ach, du hast natürlich... Warte mal, halt. Kannst du vergessen. Hä? Ah, warte mal. Machen wir anders. Er trifft nicht. Ach man, natürlich kannst du. Du dumme Sau! Wie viel habe ich noch? 10. Warte mal. So. Haben wir die ersten schon mal ausgeschaltet? Ich muss den ausschalten, den Typen, weil sonst macht er das immer wieder mit meinen Fähigkeiten und das ist scheiße. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, was der hier macht. So. Überlebt er das? Ja, überlebt das. Warum überlebt er das? Oh. Du Kackbratze, stirb! Stirb! Die Kackbratze ist tot. So. Gut, dann haben wir noch zwei. Gut. Ja, der ist fies. Na, da kommt jetzt wieder ein Sniper. Nö, ein Wassertypi. Okay. Hey! Nicht der. Das ist jetzt fies. Und sie kriegt halt so viel Schaden, weil sie die ganze Zeit noch Wasser hat. So. Oh, so weit nach vorne. Was denn? Das ist gemein. Und der Typ da oben kann mich einfach abknallen. Ja, schieß doch einfach. Oha! Okay, 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 okay. Na warte, du wirst erstmal hier umgerannt. So. Eins. Zwei. Tolle Kamerafahrt, wirklich echt tolle Kamerafahrt. Muss ich erstmal sagen. So, einmal Heilung. So, perfekt. So, wo waren jetzt die nächsten? Der müsste jetzt eigentlich in die Mitte wieder gehen. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter in die Mitte. So. Die sind da hinten wirklich echt gut aufgestellt. So, Jungs. Ich erwische die nicht. Ist das gemein. Aber jetzt lassen wir es mal hier. Einmal Abwehr hoch, dann einmal Heilung und ja, den Rest können wir eigentlich erstmal so lassen. Die kommen ja erstmal nicht ran, das ist das Gute. So. Jetzt muss ich wieder einige vernichten, weil sonst habe ich... Ah, okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich, warum man Bowser mitnehmen sollte, weil... Ah, Moment, Moment, Moment. Das machen wir anders. Einmal die drei, bitte. Natürlich treffe ich nur einen. Natürlich treffe ich nur einen! Ich treffe natürlich nur zwei, ey. Mann! Oh, das tötet den aber, glaube ich, nicht. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. So, hier treffe ich auf jeden Fall beide.
Jawohl. So, wieder zwei erwischt. Das machen wir auch noch, weil da kommt gleich einmal raus. Und ich habe noch... Ja, das sind die letzten drei. Perfekt. Nice. Cool, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das wird nicht schwer, das ist so fein. Das finde ich super, tralala. Juhu. Nice. Könnt ihr mal aufhören, sie immer irgendwie wegzukicken? Ja. Boah, nein, nicht das. War ja klar, dass das jetzt passiert, dass sie das machen. Ja, noch weiter Fleck vielleicht so? Könnt ihr das mal lassen? So, Angriff. Natürlich überlebst du. Okay, gut. Oh nein, nicht du. Nein, nein. Du beknackter Arsch. Wie fies. Fies einfach. Ja, sie ist zu weit weg. Ist das gemein. Ja, es muss ja auch mal jetzt ein bisschen fieser werden. Oh. Ja, weil die halt hier wirklich meine Fähigkeiten geklaut haben. Ich kann halt nicht angreifen, das ist halt übelst ärgerlich. Ja, warte. Schön, weg mit dir hier. Oh, und tschüss. Ah, du lebst noch? Ja, wer hat das überlebt? Ja, sie kann nicht angreifen, das ist halt übelst ärgerlich. Ach, Mann. Ja, nicht verfügbar. Mario kann auch nicht angreifen. Aber dafür kann er das. Ah, gut, okay, müssen wir anders machen. So. Müssen erstmal weiter weggehen. Gut. Meine Bewegungsfreiheit noch ein bisschen erhöhen. So. Jetzt muss er eigentlich nur in die Mitte kommen, dann wäre es schon ordentlich. Oh, warte. Hier hin. Und einmal das hier. Dass wenigstens die Gegner mal ein bisschen hier weg sind, wenn die nerven. So. Das war das. Jetzt können wir noch eine Sache machen. Nochmal ganz kurz die Bewegung erhöhen. Sie kann immer noch springen, das ist sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie natürlich halt der Wickler jetzt als nächstes läuft, aber ich denke mal, der wird ein richtiger Arsch sein. Guck mal, ich konnte eigentlich jetzt rankommen, aber nein, ist leider nicht der Fall. Oh, der Gegner ist viel zu weit weg. So, wie bewegst du dich, Wickler? Ja, du wirst jetzt nach vorne. Ja, Pop. Ja, perfekt. Nice. Das war's. Und du wirst gerettet, mein kleiner Wickler. So. Jetzt geht's dir gleich wieder gut. Oh, cool. Wir sehen mal die. Oh, cool. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Die Siegesanimation. Oh, wie cool. Und Stufe 3 und... Ne, noch nicht. Oh, das wird ein bisschen. Und der Wickler ist wieder normal und wusste nicht, was passiert ist. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh, der ist ja übel zum Arsch. Schändliches Schicksal! Liebste Jeanne, meine Zuckersüße, der meiner unsterblichen Liebe gilt. Es ist der Wille des Schicksals, dass unsere gemeinsame Zeit hier endet. Ah, und ich denke, wenn ich das wieder reaktiviere, wird alles sehr schön werden. Während sie zur Speisspitze reisen, muss ich hier ausharren und meinen geliebten Stamy wieder in Schuss bringen. Gut. Also, danke für... Unbändiges Verlangen. Verbergen Sie Ihren Kummer, Jamie, Genie. Gehen Sie,
ziehen Sie los zur Speisspitze, bevor ich meinen Schwur gegenüber diesem großen, antiquierten Lastesel breche. Jawohl, wir haben schon mal eins von zwei gereinigten Fensterzeit-Energiekristallen gesammelt. Juhu, und wir sind endlich mal Level 23. Entkorke den Vulkan. Okay. Wie kann ich ihn nur wieder gesund machen? Indem du mich da erstmal irgendwie vorbeilässt oder so? Der lässt mich da nicht vorbei. Okay. Dann irgendwann später vielleicht erst. Gut zu wissen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes passieren wird. Und ja, was hier alles noch auf uns zukommen wird. Ach so, komme ich wieder zurück, wa? Ja, anscheinend. Gut. Dann wollen wir doch mal hier versuchen, irgendwie weiterzukommen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Part. Haut da rein. Tschüss.